natürlich zu sehen. Schau, dass du es geschafft hast. Ja. Ich war ja mehrmals verhindert, ja? Ja, ja, ja. War schwierig. Gut siehst du aus. Auf die letzten Tage. Ist dann grüß dich. Was geht? Alles gut bei dir? Schön, dich zu sehen. Was machen wir hier in Izmir? Ich sehe hier Country, Pferde. Ja, Cowboy geworden. Na, auch ein bisschen. Cowboys sind immer gewesen, haben immer scharf geschossen. Ja, das stimmt. Salam alaikum. Aber jetzt ein bisschen Entspannung habe ich jetzt gemacht, ein paar Tage. Wellness. Wellness. Und da ihr nach Dubai nicht mehr kommen wolltet, habe ich gesagt, da kommt ihr nach Izmir. Wir kommen in Dubai nicht mal so einfach rein. Das ist das Problem. Du weißt doch, laut unserer Recherchen immer, echt, ja? Sehen wir die Leute immer. Nein, nein, habt ihr nicht, habt ihr nicht. Ihr kommt schon rein, ihr kommt schon. Kolja, wo sind wir hier? Wir sind hier zwischen Izmir und Araçatı, Çeşme, auf einer Ranch von einem väterlichen Freund von mir zu Besuch. Ich war hier ein paar Tage mit meiner Familie, so zum Entspannen. Hier gibt es von allem ein bisschen was. Hier gibt es mega gutes Wetter noch, jetzt für Dezember. Ja, gutes Essen, hier ist ein Restaurant dabei, Hotels, Natur halt, wie gesagt. Pferde sind da und hier bin ich ein paar Tage eingekehrt, um zu entspannen. Genau, und habe euch eingeladen. Hast du irgendeinen Bezug zu Pferden? Sind so wunderbare Biester, sagt man auch freundlich. So sehr gute Tiere. Ich finde die sind so entspannt, weißt du, ich meine, sind so die beruhigen. Rechts, komm, auf! Ich glaube, so 600 PS sind einfacher zu handeln wie 1 PS. Ich glaube auch. Ich habe ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Ja, ja, ich auch. Ich habe keinen Bock, dass er mich vom Pferd runterhält. He's calm, right? He's so calm, the white one. I think. His name is Rüzgar, it's Wind in English. Bismillah, ya Allah. Ja! Er zieht. Ja! Ah! It's your turn. My turn. Yes, it's your turn. You're gonna ride now. Come on, use the camera. Yeah, man, yeah, man. Your turn for this time. You make it good, very good. Aber Koya, sieht aus wie von Narcos Türkei, Mann. Der Original Narcos Dubai. He's following the people, you know? Ich bin schon froh, dass ich die eine Minute überlebt habe. Also das war auch mein erstes Mal, 5 Minuten auf dem Pferd. Ich habe ein bisschen Respekt vor die Tiere. Aber ich könnte mich damit anfreunden. What would you say, what's the most important thing about riding? Like the most balance. Important rule? Balance. Balance, yeah. You need balance to ride. And you need to know. What is he thinking? Because they are feeling you. This is the problem. They feel everything. So, yeah, he felt that I was scared. Yeah. You don't have to be scared. Fear is an illusion. Always remember this. Kamera kurz in der Gesicht. Stop. Hey, die. So, war gut, oder? Danke, Kolja, ehrlich. Er ist immer gut für sowas, ne? Ey. Der alte Wichser. Wenn einer sagt, Kolja Goldstein lädt dich ein, du denkst nicht, dass du am Ende des Tages auf dem Pferd bist. Kolja Goldstein lädt dich auf einer Ranch ein. Da willst du sagen, ja, ja. How was it? How did we do? He said. Hey, for first time, perfect. You did very good, man. Eh? You didn't ride the horse. The horse ride you. It was nice. You always welcome. You can come and ride all the horses. Glaubst du nicht, dass ich hier Kisten verteilen verlernt habe?
Deswegen habe ich dir direkt eine Kiste mitgebracht. Boah, hast du nicht Vakuum gezogen? Gleich so reingemacht. Geil. Ja, ja. Boah, geil. Das kenne ich von früher noch. Was von früher? Ach so, Koch. Ja, ich hab doch Koch gehört. Genau, genau. Kannst zu Hause wieder Gas geben. Also, wenn ich jetzt eine abschlachten muss. So Butcher. Ja, dann bin ich jetzt auf jeden Fall bereit für Beast Kitchen. Alle vorbestellen unter beastkitchen.de und mit dem Code Kolja kriegt ihr 10% auf alles bei Beast Kitchen. Sehr geil, da kann ich schön zu Hause was kochen, was schön. Kolja, wie hast du dich darüber eingelebt? Sehr, sehr gut eingelebt. Ich habe ganz normal, also mein Alltag, dem ich so nachgehe, meine ganze Familie ist ja, wie man mich kennt, immer dabei. Mhm. Die haben sich auch gut eingelebt. Mein ältester Sohn geht in den Kindergarten. Meine Frau hat den Weg schon gefunden zum Friseur, ja, zum Facial, zum Nägel. Ja, ja, also das funktioniert auch alles. Und ja, ich habe auch ein paar wenige gute Leute dort, die ich aber schon lange kenne. Und haben gute Kontakte, ich habe gute Zeit da. Ist sehr sicher, sehr sauber. Und neue Freunde hast du auch da gefunden? Nee, neue Freunde nicht. Also Leute, die ich schon länger kannte. Und natürlich ein, zwei Bekanntschaften hat man immer, aber mit dem Wort Freundschaft muss man aufpassen. Du musst davon ausgehen heutzutage, dass der größte Teil der Leute, also ob es jetzt deine Freunde sind oder neue Bekanntschaften, nur mit dir was zu tun haben wollen, weil die davon profitieren. Sonst wollen die mit dir nichts zu tun haben, weil du so ein toller Typ bist. Und mit diesen grundsätzlichen Einstellungen gehe ich generell rein in jede Bekanntschaft. Also die kommen so, du hast Angst, so, dass die kommen und die wollen nur was abgreifen und wieder zu haben. Nee, Angst habe ich gar nicht. Ich weiß einfach, du hast keinen Bock auf Enttäuschung. Naja, ich lasse mich ja auf gar nichts ein, dass ich enttäuscht werde. Ich gehe einfach mal davon aus. Salam alaikum, alaikum salam. Einen Kaffee, okay. Wie geht's dir? Ja, gut, ich war da, gestern war ich da, es war so geil, haha. Das ist okay. Oberflächlich. Genau. Und da musst du davon ausgehen, wenn bei dir die Luft brennt und du sagst, keine Ahnung, Bro, ich habe jetzt ein Riesenproblem, ich brauche 50.000 Euro, dann kannst du nicht, also. Da kannst du nicht davon ausgehen, dass dir jemand hilft. Oder wenn du sagen würdest, ja, keine Ahnung, ich sitze jetzt im Knast, jemand muss mir meinen Anwalt schicken. Ja, da kannst du nicht davon ausgehen, dass dir da jemand hilft. Und so muss man das halten. Ich habe, wie gesagt, 3-4 Jungs, die ich sehr lang kenne, die ich sehr gut kenne, die auch in Dubai wohnen. Und mit diesen Leuten habe ich immer guten Kontakt gehabt. Mit deren Umfeld habe ich aber auch ab und an zu tun, aber da wäre jetzt das der Fall gewesen. Mach mal einen Döner, Herr Salami. Habibi. Mit Soße im Brot oder wo? Mach mal einen Fitnessdöner. Ach, der Döner, Habibi, für dich. Ja? Dass du den Fury wegknallen kannst. Ja? Habibi, Allah Khalik. Könntest du dir vorstellen, für immer in Dubai leben zu bleiben? Nee, auch nicht. Ich denke, dass man jetzt in dieser Hochleistungszeit, also zwischen 30 und 40, wo man einfach am meisten arbeitet und am meisten auch verdient, dass man halt einfach keine Steuern bezahlt. 0% ist halt die Devise und dieses ersparte Geld dann in Immobilien oder andere Projekte investiert. Und dann, wenn man das ganze Steuern quasi nicht bezahlt hat, wenn man die ganzen Steuern im Fiskus weggenommen hat, dann komme ich zurück nach Europa auch. Dann falle ich dem Steuerzahler zur Last quasi. Dann werde ich in die JVA reingehen und werde dann auf Steuerstaatskosten mir da ein schönes Jahr machen oder zwei. Bring deinen Haftbefehl, der offen ist noch. Richtig, ja. Ja? Das, meinst du nicht, dass du die Sachen kriegst du gelöst, ohne dass du im Bau gehst? Ja, na, fragen wir mal so, was wird dir denn vorgeworfen? Warum ist ein Haftbefehl draußen? Es wurden zwei Pistolen bei mir gefunden. Ja, in Holland. Genau, und noch ein, zwei Kleinigkeiten. Und der Haftbefehl wurde mir nie zugeteilt, warum der kam. Es gab nur einen Durchsuchungsbeschluss und der Grund vom Durchsuchungsbeschluss war was ganz anderes. Und dann haben wir mitbekommen, dass es auch einen Haftbefehl gibt und den haben sie mir nicht gezeigt. Und da wollen sie nicht Openbarkeit von sagen. Das heißt, die wollen nicht einsehen lassen, worauf dieser Haftbefehl begründet. Erst wenn sie dich haben. Ja, einer hat zu mir gesagt, wir müssen zurückkommen, ja, und dann sollen wir eine Verklagung, also ein Statement ablegen über eine diese Waffensachen. Genau. Eine Aussage. Ein 31er sollst du machen. Nee, nicht ein 31er. Der will, dass ich die Sachen, dass ich die Situation beschreibe mit den Schusswaffen. Dass ich quasi sage,
als Beispiel, was der jetzt gern hören würde, ja, die habe ich jetzt vom Charo, vom Ahmad Sharif gekauft, dein bürgerlicher Name ist ja bekannt. Yeah. Vom Charo habe ich die gekauft, zum Preis von, weiß ich, 900 Euro pro Stück, mit so und so viel Munition, am so und so vielten da und da, und diese will ich weiterverkaufen. So als Beispiel. Hey, das ist mehr wie 31er. Wenn man so ausbaut, wenn die wollen, dass du so ausbaut, ja, ist mehr wie 31er. Das ist natürlich sein Traum und das ist ja eh klar. Und mein Anwalt hat halt gesagt, ja, man kann es auch so umsegeln, dass man sagt, okay, ich mache ein Geständnis, ich sag einfach, die Waffen habe ich bei meinem Opa gefunden. Nö, mein Opa ist verstorben, also von einem Familienmitglied von uns ist der Opa gestorben, die habe ich auf dem Dachboden gefunden, die Waffen waren 2-3 Wochen bei mir und daraufhin wurde durchsucht und ja, ich habe die Waffen nie benutzt. Das wäre zum Beispiel jetzt mildern der Umstände. Aber da ich überhaupt nicht mit Behörden kooperiere und noch nie kooperiert habe, so viel zum Thema Realness, wo ich auch den Leuten gesagt habe, wenn einer mir mit Akte kommt, wo er sagt, der hat gezinkt, dann nie wieder wird der was von mir hören. Und ja, keine Ahnung, deswegen, weil ich Behörden gar nicht kooperiere in der Hinsicht mit Aussagen, ich mache keine Aussage. Warst du selbst in Dubai, als der Haftbefehl ausgestellt wurde? Als er ausgestellt wurde, war ich nicht in Dubai, als er vollstreckt werden sollte, war ich schon in Dubai. Ja, das wundert die auch, da gibt es auch Ermittlungen, wie wir da drauf gekommen sind, aber keine Ahnung, ich hatte einfach ein Gefühl. Manchmal hat man das, ne? Hatte so ein ganz komisches Gefühl. Hat man in der Piste so gesehen. Was vermisst du am meisten an Europa? Döner. Ja, Artuklu, ja. Was vermisst du am meisten? Ach, Bro, Mann. So dieses Straßenbild, also normale Straßen, normale so Gassen, Einkaufsstraßen, Reisen. Also ich reise ja so viel von A nach B mit dem Fahrzeug. Das ist jetzt alles so ein bisschen wenig geworden. Ich halte mich in einer Stadt auf und da ist halt alles in Shopping Malls. Ja, alles auf kleine das ist halt ganz anders. Ja, ich vermisse in Europa schon einiges. Es ist nicht so, dass ich da gar nichts vermisse. Aber halt jetzt ein paar Jahre noch. Mhm. Boah, komm mal her. Komm. Ja. Wer ist da? Ist da Schatten? Kennst du Schatten noch? Und Kamera ist auch da. Willst du Tee trinken mit Zucker? Ruf nicht, Arsch nicht, will den Mutsche nicht. Welche Sprache spricht er jetzt eigentlich zu Hause? Englisch. Zu Hause Holländisch und in der Schule spricht er, also in der Vorschule spricht er Englisch. Deutsch darf. Nee, ich darf nicht. Weil drei Sprachen sind verwirrend. Bis zum dritten Lebensjahr oder vierten Lebensjahr. Ja, deswegen darfst du kein Deutsch sprechen mit Papa. Maus. Kann ein Kerl zweien, nach dem Minär zweien? Kann man zweien zusammen? Nee, also wenn ihr keine Kinder habt, dann macht Kinder. Ganz viele. Das ist das Schönste, was es gibt und passt gut auf, nämlich auch, weil ja, draußen sind viele Leute unterwegs, die nichts Gutes für unsere Kinder wollen. Ja, ja. Nein. Kommt auch drauf an, was ihr guckt auf Twitch und so. Ja, das meint der Kolja. Ja. Ja, nicht nur das, also generell in der Welt. Ja. Unsere Kinder müssen wir schützen. Darf man das sagen noch oder absolut, ist es auch schon zu viel? Nein. Kinder sind das Wichtigste. Ja. Der Sinn des Lebens sehe ich darin, Kinder zu machen. Ja. Wir verabschieden uns und Kinder machen für uns das Gebet. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Die beten für uns. Die machen Dua. Hä? Tourpreis ist 100 Euro für per Person. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir nach Alachati Kaffee trinken. Yes, wir erstmal. The same place, maybe. Yes. It was so good. Yes, relax. Yeah, relax together. Ja Leute, jetzt ist natürlich an der Zeit, auch mal ein ernstes Thema anzusprechen. Das Album kommt, 29.03. Interpol. Geht alle auf www.koljashop.com und bestellt euch das Album vor. Nicht nur die Box, bestellt auch das Vinyl vor. Und helft mir, auf die 1 zu gehen. Viele Grüße. Da hinten ist Griechenland, diese Berge. Griechenland, dieser Berg, der große. 5 Minuten mit Speedboot. Aber wenn ich da hingehe,
da greift sofort der Haftbefehl. Das ist krass, wie der rechnet, ne? Andere rechnen mit Flugstunden, mit Seemeilen, mit 5 Minuten mit Speedboot. Das ist eine marokkanische Zeit. Ja, da wird der EU-Haftbefehl sofort greifen. Ja. Das muss man auch immer wieder, damit es schön werbefreundlich wird. Auch jetzt, jetzt muss man schön rüberwinken, Kolja. Nee, lieber nicht. Ich winke lieber in Richtung Asien, da ist die Zukunft. Es gibt eine Person, die ich sehr vermisse. Kommt bei euch aus der Ecke. Favorite. Favorite. Der hat jetzt vor kurzem ein Interview gegeben oder hat er jetzt noch vor? Und bei Favorite gibt es auch ein richtig cooles Feature mit Fahrt. Noch nie veröffentlicht. Ich habe diesen Part noch zu Hause. Ich kenne das sogar. Hast du das reingehört? Ich habe das gehört. Würdest du sagen, es war ein Fahrtpart? Das sollte, Fahrt hat mir letztens geschrieben, hat mir Props gegeben übrigens. Ja, Fahrt ist korrekt. Netter Fahrt hatte, wollte das damals auf ein Alter Ego oder auf, ich meine Alter Ego, auf ein Alter Ego Album wollte das drauf droppen. Warum das nicht gekommen ist, weiß ich nicht, aber der Text oder der Track hat es wirklich richtig in sich. Schick mal den Song, Fahrt. Ich schwöre, der Track hat es wirklich richtig in sich. So, ich will, darf ich spoilern? Spoiler. Die hauen beide so ihre Jugend oder ihre Kindheit aus deren Perspektiven raus. Aus deren Perspektiven raus. Das war sehr hart. Ich weiß, Perry hatte auch eine schwere Kindheit gehabt. Da hat er ja immer so, hat man so mitbekommen. Das war ein sehr böser Track, ey. Ja, muss ich suche den raus. Ich hab den zu Hause. Zu Hause sogar? Ich hab den zu Hause. Wirklich, noch auf einer CD-ROM. Auf einer CD-ROM habe ich den. Warum noch. Ist Ding, warum ist Favorites so abgestürzt? Ihr kommt doch von dem aus der Ecke. Ich glaube nicht, er ist abgestürzt. Ich denke mal, Selfmade Records hat den damals nicht mehr richtig gepusht. Die hatten ja ihre Zuchtpferde gehabt. Ne? Nein, der ist abgestürzt. Spielsucht und Drogensucht. Ja. Hey, welcher Rapper hat das nicht außer Kolja? Ja, was ist? Wir leben Halal Life, merkt euch das. Ja, also ich denke, damals hat auch das Label den nicht genug gepusht. Das gehört ja auch dazu. Ne? Das gehört auch dazu, auf jemanden aufpassen und so. Ja, manche Leute wollen nicht. Die müssen unbedingt ins Verderben rennen, so viele. Ja. Ich wäre sehr froh, dass ich kein Manager bin. Wenn ich dieses Musikmanagement mache, wäre ich ja gnadenlos mit den Leuten. Jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, komme ich mit einem Eimer Wasser an euer Gesicht. Gnadenlos, du kriegst einfach einen Anruf. Und dann haue ich euch jeden Tag ins Maul rein. Der Künstler XY ist gerade hier stockbesoffen. Komm, hol den mal bitte ab. Der macht die Leute doof an. We do this every day to the people if they don't behave. Renn lieber deine Kinder hinterher. Bang, erst einen schön in die Leber. Bam, ein Ellbogen kommen. Puff, ein Flying Knee bei euch rein in die Seite. Habe ich letztens noch meiner Tochter beigebracht. Was, Flying Knee? Nein, Mann, ein Leberhaken. Shamso weiß Bescheid. Beste, was du haben immer kannst. Links, rechts, Leberhaken runterbringen. Ja, Beste, was du machen kannst. Ja. My son. Cool, ich habe gehört, in deinem Handschuhfach ist was drin, was man so eigentlich gar nicht von dir kennt. Ja, da hast du wohl recht. Weißt du, was das ist, nachdem wir... Blau ist ja auch die Diplomatenpiste, oder? Das ist ein internationaler Führerschein, da ja alle wissen, wie ich mit vollem Namen heiße. Ich mache jetzt einmal diese Sachen weg. Ich habe wieder einen Führerschein, nur der Klasse B Motorradführerschein kommt nächste Woche. Und es ist lange, lange ist es her. Wir sind ja zusammen häufiger mit den Automobilen gereist. Hier to the left oder next one to the left? Okay. Und zusammen auch in Italien, in allen Herren Ländern sind wir gemeinsam immer gefahren, aber... Aber das Probleme ist gehabt, einen Roller zu bekommen, wa? Ja, stimmt. stimmt. Und ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Führerschein zu machen. Ich habe nichts gekauft, auch wenn ich das hätte machen können. Egal, ich habe jetzt meinen Führerschein gemacht. Das heißt, 11 Jahre ohne Führerschein sind vorbei. Internationaler Führerschein, ja? Also ich habe quasi einen Dubai-Führerschein und einen internationalen Führerschein. Und ich hatte 11 Jahre keinen und bin aber trotzdem fröhlich immer von A nach B gekommen, wie auch immer. Das muss ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, alles ist viel besser jetzt. Was sagst du, Charo, wenn das so hörst? Zeig mal her deine Flappe. Darf ich mal erstmal kontrollieren, ob der echt ist? Komm, wieso, Charo, kommt was für ein Farbkopierer du verwendet hast. Oh, Emirates Motorsports Organisation. Krass, dass sie da Motorsport nennen. Ja. Nur mal hier. Da ist, doch, ist das deren Ernst jetzt, was ich hier auf der Rückseite gerade sehe? Ja, was siehst du auf der Rückseite? Was hat die FIA
mit einem Führerschein zu tun in Dubai? Die internationalen Führerscheine müssen immer von so einer, es gibt nur drei Organisationen, die die vergeben dürfen in Emiraten. Ja. Und da verdienen die sich ihr Beibrot natürlich. Das haben die sich mal vor 50 Jahren so gesichert, die Rechte. Ja. Und da kriegen die alle Geld. Und du musst die alle zwei Jahre erneuern, der kostet immer 200 Euro auch. Und da verdienen die sich einen Haufen Geld, weil du musst einen internationalen Führerschein in vielen Ländern einfach haben. Deutschland ist eine Scheingesellschaft. Wir brauchen in Deutschland für alles einen Schein. Wusstest du das? Ja, das war mir bewusst, aber man kann auch jeden Schein kaufen, den es gibt. Also man kann, außer mit eurer MPU-Gedöns, was ihr da habt in Deutschland, das versteht ja kein Mensch. Ja. Ich habe sogar letztens bei dem kleinen Bobo, der Sohn von meiner Frau, der war in der Schule und dann kam er mit einem Superagentenausweis zurück. Ich bin die Decke hochgegangen. Ich so, für was hast du diesen Superagentenausweis bekommen? Ich dachte, er hat den Randall gemacht. Die Leute weggezinkt. Nee, zum Glück nicht. Da muss ich den erstmal aufklären, dass man sowas nicht macht. Aber er hat den bekommen, damit er den Projektor hin und her tragen darf. Sogar dafür gab es einen Schein. Boah, krass. Den Superagentenpass von Bobo. Ich habe immer nur Passierschein, dass ich durch Straßenabschirmungen durchkomme in Dubai. Das ist das Einzige. Und ich habe leider ist mit den diplomatischen Pässen so eine Sache. Jetzt noch kurz ein anderes Thema auch, Charo, was ich dir unbedingt mitteilen wollte. Ja. Am 29.03. kommt mein Album raus, Interpol. Machen wir gleich im Café. Lass es trotzdem dran, lass es drin. Ich will mehrere Male in dieser Aufruf, werde ich immer aufrufen. Wann kommt das Album? 29.03. Ja. Kommt dein Album. Interpol. Interpol. Kolja.shop.com. Stellt das Album vor. Und genau, und ich werde das ist hier die Dauerwerbesendung. Musst du oben so einblenden. QVC TV, ja, Shopping TV, oder? Hast du schon vorbestellt, Schau? Wir werden direkt drei Alben bestellen. Boah, und wir verlosen die. Das machen wir. Die eins behalten wir für uns und zwei Alben werde ich verlosen. Das Kommentar oder die Kommentare mit den meisten Likes, die kriegen das Album von mir zugeschickt. Vielleicht unterschreibt, schaffst du es noch, Kolja zu unterschreiben. Natürlich, ich krieg die unterschriebene Version von mir mit einem gemalten Smiley geradeaus, ne? Ist recht straight, ne? Genau, also macht euch keine Sorgen, wir lassen uns was Schönes einfallen. Aber ich darf natürlich, ich selbst darf solche Gewinnspiele nicht machen. Eine Chartregulierung, aber der freundliche Herr Scharo hat, dem ist es jetzt eingefallen. Da machen wir das so. Ich mach das, ich darf die verlosen. Chapo, where are we now? We are in Ilija now. This is the part of Ilija. It's the part of the Çeşme. Yeah, you can see the bars and restaurants and cafes. It's a good size of Çeşme, you know. You can relax here near the sea, and you can see the harbor in the same time. You can drink what you want. It's a nice place. Stellung ist raus. Ja? Sehr gut. Ihr wisst Bescheid, Friends. Eins werde ich behalten. Da werde ich richtig schön in Ehre halten. Da werde ich vielleicht in 20 Jahren nochmal ausgraben und verkaufen. Mache ich richtig die Asche nochmal auf Kolja seinen Nacken. Und die anderen beiden, wie gesagt, die Kommentare, die zwei Kommentare mit den meisten Likes, die werde ich anschreiben und euch das Bundle schicken von Kolja Goldstein. Mittlerweile kann man noch einfach Likes auf Kommentare kaufen. Ja? Nee, das machen wir. Wir sind eine ehrliche Community, wir machen so einen Scheiß nicht. Es gab eine Zeit lang immer einige Künstler, die sehr viele Klicks gekauft haben. Also es werden im Moment mehr Klicks gekauft denn je, was die Leute nicht wissen. Die Leute haben gedacht, dass es vorbei ist. Das jetzt ist im Moment? Jetzt im Moment. Hör auf, ehrlich? Du musst mal gucken, guck mal, wenn du jetzt, schau, du machst es so. Geht Donnerstag, wenn die Releases sind, um Mitternacht auf Freitag, geht rein 10 Minuten, bevor die Releases sind und schaut einfach. Und es gibt manche Artists, die releasen nicht um Punkt 0 Uhr, sie releasen um 0.40 Uhr, 0.50 Uhr, 1.20 Uhr, 1.30 Uhr. Und die machen so, wie kann das sein? Zum Beispiel jemand macht extrem viel Klicks, geht aber nicht in die Trends. Dann weißt du, dass YouTube die schon angesagt hat, so, ey, da passt was nicht bei dir. Die können dir die Dinger nicht vorenthalten, die Klicks, aber das passt sowieso nicht. Schau, das Ding ist, der Hund beißt sich irgendwann in den Schwanz. Das wird nicht für immer gut gehen, weil... Das siehst du jetzt schon. Du siehst das doch jetzt schon, dass das nicht mehr gut geht. So, ich finde so, es ist nicht mehr so spannend. So geil, so, wo du sagst so, oder ich bin zu alt geworden, weiß ich nicht.
Für was, zum Klicks kaufen oder was? Nein, um Deutschrap zu hören. Ah, Bro, mein Deutsch. Was ist auch Deutschrap, Bro? Also, ist auch so eine Sache. Die meisten machen nicht mehr richtig Rap, so. Viele entwickeln sich ja rechts und links weg, so, ja. Schlager, Pop, kommerziell, die versuchen einfach House, Techno, die versuchen einfach mehr kommerziell, mehr Geld zu verdienen, ja? Und Hip-Hop hat halt mal nichts, oder Rap, oder was du sagst, hat halt nichts mit Geld zu tun, ist halt keine, also klar, es gibt viele Rapper, die dann reich geworden sind, aber eigentlich ist es eine Street-Culture. Also die wichtigen Elemente, wer kann denn die wichtigen Elemente vom Hip-Hop heute noch sagen, ein 17-Jähriger? Bro, der weiß ja gar nicht, wo hinten und vorne. Das fand ich jetzt auch richtig geil bei Kes One. Kennst du Kes One? Mhm. Der wurde jetzt hier zu Grammy eingeladen für 50 Jahre Hip-Hop. Der sollte irgendwann einen Preis entgegennehmen von den Grammys. Hat er gesagt, steckt euch den am Arsch rein. Ich komme gar nicht erst zu eurer Veranstaltung. Ihr habt 50 Jahre lang Rap außen vor gelassen. Und jetzt seht ihr hier 50 Jahre Hip-Hop, ihr wollt auf diese Promowelle mit aufspringen, wollt mir jetzt einen Preis geben, wo ihr mich jahrelang wirklich boykottiert und an der Seite geschaut habt, hat er gesagt, mach ich nicht. Und diese Nummer habe ich gefeiert. KS1? Ja, Mann. KS1. Die Nummer habe ich richtig. Du hast das mitbekommen? Ne? Ganz geile Nummer. Hat er gesagt, steckt euch denn im Arsch rein. Will ich gar nicht haben. Ich nehme diesen Preis nicht. Genau, hat er gesagt. Wer hat das damals gesagt? Wie heißt der nochmal? Reichsranitzky? Nee. Reichsranitzky, stimmt. Ja? Stimmt, aber dafür. Marcel Reichsranitzky, heißt das so? War noch mal, was war da? Lyriker? Ich Kritiker? Nehme diesen Preis nicht an. Ja. Ich versuche mich so wenig wie möglich mit diesem Thema zu beschäftigen, mit Rap generell. Ich lebe, wie gesagt, ein anderes Leben, ich mache meine Kunst. Deswegen, ich kann da nicht in die Glaskugel schauen. Ich hoffe, dass alle Leute glücklich und zufrieden sind mit dem, was sie machen. Und dann bin ich das auch für die. Genau. Aber mehr Zukunftsprognosen gebe ich nicht mehr ab und interessiert mich auch nicht mehr. What is it? Yeah, keep it. It's all Turkish lira. Thank you too. I know, I have to bring you something. Nah, I have to find important. Oh, hast du deutsche Marke? Maybe it brings you luck, you know? Yeah. Chapo, where are we now? We are in Steel Vision. This is the Dost Pide. He's very famous on pides because he wants to eat pide, and I bring him here now. I hope you will like it. I don't know. Warst du schon vorher hier oder ist dein erstes Mal? In diesem Platz hier, in diesem Ort, das ist mein erstes Mal jetzt hier. They're selling their T-shirts, you know? Das ist jetzt auch so ein Schaurobus, ne? Von der Goldstein, bismillah. Nimm, damit ich von deinem auch was nehmen kann. Du kannst immer von meinem. Lecker. Ja. Das ist Streetfood, wie du es magst, wa? Das, genau das liebe ich. Remse. Das ist Libanese. Sag mal was auf Libanesisch. Gib mal Remse. Hallo, Salah Habibi. Salam alaikum, Shababs, wie geht's? Gib mal Remse. Habibi, Allah Khalik. Manuelach. Manuelach. Beirut. Ahla usala, Habibi. Ahla usala. Man merkt an deinen Telefonaten auf jeden Fall, dass du vermisst wirst in Dubai. Ja, Mann. Alle vermissen mich. Wie hat sich Dubai für dich verändert? Als wir das letzte Mal zusammen da waren, warst du selber als Tourist da. Du lebst jetzt seit einem Jahr dort mit deiner Familie. Was hat sich geändert? Ja, alles ist dasselbe. Ich bin derselbe Mensch, so. Keine Ahnung. Die gleichen Leute. Ein paar weniger Leute, mit denen ich Kontakt habe. Keine Ahnung, ich fühle mich wohl, ich kenne meine Ecken, ich gehe schön Tennis spielen mit meiner Frau. Schön spielen mit meinen Kindern. Jeden Tag lecker essen, bisschen schwimmen. So sollte das Leben sein, ne? Du musst keine Angst haben in der Früh. Du machst das richtig toll, ja. Lass dich mal meine Tür einrammen. Ja, keine Ahnung. Man bekommt keine Briefe, das ist der größte Unterschied zu Europa. Es gibt keinen Briefkästen. Es gibt keine Briefkästen. Kriegst du alles per Mail oder gibt es keine Rechnung? Rechnung? Was ist eine Rechnung? Strom und Gas ist inklusive deiner Miete. Ja? Ja. Krass. Witzig, also. Nicht überall. Da, wo ich wohne zum Beispiel. Mhm. Wenn du geblitzt wirst, kriegst du eine SMS. Mhm. Da steht drin, wo möchtest du die Strafe spenden.
bedürftige Leute, Kinderheim. Krass. Die Tafel, du spendest Geld. Ja. Ich war mit Absicht zu schnell, weil ich spende Geld. Das war jetzt keine Strafe, ne? Ah. Das System funktioniert besser. Can you ask one with sucuk and cheese also? Sucuklu peynirli alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Heute wurde ich eingeladen von Tristan und Charo. Ja, Mann. Vielen Dank dazu. Sehr gerne. Super. Und jetzt gehen wir schnell. Muss mir mal meiner Frau was zu essen bringen. Er fährt auch. You gonna eat? Wie kommt es, dass du so viele Kontakte auch hier in Izmir in der Türkei hast? Weißt du nicht, in Deutschland wohnen ja viele Türken auch. Also nicht noch in Holland und so weiter. Und die sind ja sehr heimatverbunden. Und deswegen meistens hat man dann die Kontakte von Freunden, die man aus Deutschland kennt und aus der Türkei. Genau. Man pflegt die Beziehung, Brieffreundschaft, man schreibt keine Briefe, man fliegt dahin, besucht die Leute, sowas in der Art. Ja, Brieffreundschaft war früher so, ist auch was Romantisches, aber das gibt's ja leider nicht mehr. Heute ist alles so unpersönlich geworden, man versucht sich nicht mehr zu beeilen, man schreibt einfach eine Nachricht, komme später. Alles hat sich wenn überhaupt eine Nachricht kommt. Steig mal aus, was er. Ich mach mal deinen Rad, mach das Fenster runter. Ja, Man, he's so fucking dangerous. No. Close, dude. <though. laughs> You said the dogs are dangerous, right? Yeah, they are dangerous, man. Very dangerous. I heard they bite someone in the face and he lost his cheek. Really? Like 1 year ago. Doki told me he was drinking water, the water came out here. Oh, right. Where are we now? Where are you? Where sind wir? We are in a friend's house. This? And Yo, yeah, that's it, that's all I can tell. We are in a friend's house. Ja, wir sind bei einem Freund zu Hause. Und der bringt jetzt seine Hunde weg erstmal. Jetzt drehen die durch. Hast du den Braun gesehen, wie hoch der gesprungen ist die ganze Zeit? Krass, ne? Wirklich? Ja, Mann, aus dem Stand war er schon an der Decke. Komm, tapp, ne? Er ist doch krank, guck mal, wo er hinschläft. Du bist doch... Alter. He said now you need to take a video. Take the video now. Yeah, no, man, this is so crazy. Open the. Mach zu. Alles schon zu. Look at that. They're going crazy. They know him. Die sind doch gerade nicht auf Spieler aus, ne? Also du denkst, nein, der wird ja mit dem Schwanz spielen, wenn er spielen will. Aber der ist gerade kein Spielmodus. Ja, Mann. Hier in dieser Hotelanlage wie John Wayne so ein bisschen, so wie der Marlboro Mann. Weißt du, wie ich meine? Weil die alles so country-mäßig. Alles so country-mäßig. Sehr starke Anlage. Es ist einfach in der Natur das Wichtigste, dass man zusammen bleibt. Das haben wir heute auch schon gelernt. Yeah. Und dass man also auch zusammen speist und das Brot bricht. Yeah. Und deswegen fühlst du dich auch wie John Wayne. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Was ist das? Kräuterbutter? Genau, selber gemachte Butter, die wird hier oben geschlagen. Jetzt geht's richtig ab. Ich weiß nicht warum, aber die Türken sind stark in Butter. Einer meiner guten Döner, Oster, ehrlich, Aband, Grüße gehen raus an den Amjad, der fliegt immer nach Trabzon, holt die Butter von zu Hause, fliegt wieder zurück nach Gelsenkirchen und dann bratet er uns immer diese saftige Steak. Da waren wir einmal. Da waren wir, ja. Sehr, sehr gut gewesen. Sehr lecker, deswegen probiere ich das. Jetzt möchte ich, dass du einen guten Appetit diese Butter probierst. Bismillah.
Die ist schon fast wie Käse. Schon, gell? Ja. Finde, das ist mein Freund. For my brothers, for my new brothers. Das ist mein Freund aus Dubai, haben wir uns kennengelernt. Jetzt haben wir uns per Zufall getroffen heute. Hier, heute ist per Zufall getroffen. Ich dachte, ihr kennt uns schon die ganze Zeit. Aber wir kennen uns, aber wir haben uns per Zufall heute getroffen. Krass. Ich wusste nicht, dass er da ist. Ich habe nach ihm gefragt, ich war in Istanbul, ich habe Leute nach ihm gefragt, die sagen, wir wissen nicht, wo er ist. Ich sage, ja, schade, ich habe seine alte Nummer angerufen, ging keiner ran. Dann habe ich gehört, er ist in Serbien, er ist da. Keiner wusste, wo er war. Heute, ich gehe spazieren. Ich saß ja mit denen die ganze Zeit. Haben wir so, ich habe zweimal geguckt. Ja, mein Bruder, hat mich auch sehr gefreut. Ehrlich. Gute Leute. Nee, danke. Ach, die treffen sich immer, die finden sich. Bekommen wir noch eine Hörprobe heute? Willst du ein Album hören? Mhm. Kennst du das Sample schon von Qatar? Das ist voll süß. Ja, ich hatte das. Sehr böse, sehr, sehr böse. Allein der Einstieg, hast du gehört? Aber so alte Schule, doch? Ja, ja, so alte Schule. Ja, aber geil, ehrlich. Für Erwachsene, geil. Doch? Das war der erste große Hit von Chelo und Abdi, wo die damals rausgekommen sind. Ich hab zum Beispiel. Also deswegen, ich habe diese zwei Songs, diese berühmten Straßensongs, habe ich geremixed quasi. Und ich habe dann Chelo und Abdi auch auf diesen Song geholt. Mhm. Die Idee dahinter ist, wir sind natürlich mit drauf auf den Song. Ja, Bruder. Ah, die Idee ist quasi, schon mal, die geben an die neue Generation, geben die auch ultra viel Respekt. Safe. Die haben sehr viel gemacht so. Safe. Wegen den Leuten rapp ich auch so, warum ich so rappe. Und ich habe halt so zwei so Klassiker, so ein Remake gemacht davon, aber halt auf 2024 Basis. So. Ja, auf diese neue Ding. Und deswegen, alles gut. Wo ich global gemacht habe, man hört es auch. Ich habe das auch nie gesagt, global ist rauskommen ohne meine Absegnung. Ich habe gar nicht die Zeit gehabt, mich drum zu kümmern. Es war eine Katastrophe. Aber von Zahlen her, für mich und mein Label hat es trotzdem funktioniert. Aber jetzt habe ich komplett Zeit gehabt, mich nur auf Musik zu konzentrieren. Fast nur. Man hat jetzt auch 7 Monate von dir nichts gehört, ne? Ja. Also auch weder gehört noch was gesehen. Ich habe viele andere Sachen gemacht, aber ich habe dieses Album ich habe 1 Monat lang geschrieben. Dann und wann. Ich hatte ungefähr, ich sage jetzt einfach mal, 600, 700, 800 Zeilen hatte ich geschrieben. Mhm. Dann habe ich das Album in 30 Tagen aufgenommen, in meinem Haus oben, Präsidenten-Suite genommen. Ich hatte wirklich, ich hätte jedes Tonstudio nehmen können. Ich habe 2 Matratzen so zusammengestellt, ein normales Mikrofon für 1000 Euro dahingestellt, einen jungen Typen aus Frankfurt, den Cabo, so einen Produzenten, dahingesetzt und ich habe 30 Tage lang nur aufgenommen. Mhm. Und auch dass wir das auch gleich besprochen haben. Weil Leute in der Vergangenheit gesagt haben, schon mal, es gab eine einzige Person, die mir geholfen hat, an dem Album zu arbeiten. Das muss man auch gleich, die Offenheit, kann man auch gleich ansprechen. Wer ist das denn gewesen? Du hast eine Text-GEMA, okay? Die musst du entrichten, wenn du, und daran kannst du sehen, wie viel jemand mitgeschrieben hat. Ich habe von 15 oder 16 Songs, die auf dem Album sind, bei 3 Songs wurde mitgeschrieben. Und die prozentuale Anteil ist 15% pro Song. Das heißt, wenn du jetzt rechnest, 16 mal 100%, 1600%, und davon sind 45% von jemand anderem geschrieben, dann sind es nicht mal 3%, sind 2,8%, die jemand anders geschrieben hat. Aber damit man mal sieht, wie viel echt aus meiner Feder stammt und aus meinen Gedanken, wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich mich der Sache voll widme. Du bist wirklich sehr, sehr kreativ. Du hast eine wunderbare künstlerische Ader, sei es sowohl musikalisch, auch unabhängig von deiner Musik. Du bist wirklich vielen Künstlern sehr weit voraus. Und was ich auch 100% bestätigen kann, ja, jetzt nochmal auf die ganze Szene gesehen, du bist einer der wenigen, der wirklich sein Wort hält und steht. Das Wichtigste im Leben. Ehrlich, das muss ich wirklich hier betonen. Ich habe eine Menge Leute kennengelernt. Ich kenne auch vorher schon eine Menge Leute, ja, gerade aus der Szene. Aber Kolja, ich glaube, das ist der Einzige. Also, du musst mich korrigieren. Nee. Du bist ja jetzt auch schon lange mein Weggefährte, der das so alles so gesehen hat. Kolja ist, glaube ich, der Einzige,
der noch nie sein Wort gebrochen hat. Ne? Ja, Mann. Aber das ist ja auch was du jetzt nicht kaufen kannst, weil bei uns nicht alles über Geld läuft. Weil Geld interessiert nicht, ob man es hat oder nicht hat, spielt gar keine Rolle. Es ist aber ja das nicht, zum Beispiel, das Wort hast du ja nur einmal, wenn du jetzt jemandem ein Wort gibst und brichst oder das hat man bei uns nur einmal, dein Gesicht, wenn du verlierst. Das kannst du nie wieder zurückholen mit Geld, weißt du? Ja, ich weiß, aber leider ist ja heutzutage nicht mehr das Geld, so viele sehen auch nur noch Klicks. Ja, ja, das ist ja Geld am Ende, ja. Aufmerksamkeit. Aber Koya, nochmal, deine kreative, deine künstlerische Art, dass du dein Wort auch so, dein Wort Gewicht hat, zeichnet deinen Erfolg aus. Und ich freue mich da noch tierisch darauf, wie du uns noch entertainst und unterhalten wirst. Pass gut auf. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Kommt es noch dieses Jahr raus? Weiß ich nicht, hat das schon der Borkowski. Ich glaube am 27. Wird auf jeden Fall, komme im Januar mit einer Single. Am 12. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Hast du am 13.? Ja. Jetzt weiß jeder, dass du am 13. jetzt vorbei. Eigentlich dachte ich erste, lieber. Nee, sag immer erste. Ja, ich glaube am 13.1., 12.1., 13.1. auf jeden Fall am Freitag kommt die nächste Single. Nie allein heißt sie. Und dann da haben wir auch viele gute Leute extra besucht in Türkei. Haben schöne Videos, haben ein schönes Video gedreht. Wir haben einen guten Song gemacht auch. In Italien, als wir uns über die Inspiration für deine Musik unterhalten haben, was dein Leben, was du zu dem Zeitpunkt in Amsterdam gelebt hast, was war für dieses Album deine Inspiration? Grundsätzlich ist es so, dass man so sagen muss, diese Abteilung, wo ich mich in Deutschland und Holland aufgehalten habe, die Leute sind ja, die viele Dinge leiten oder organisieren in den Händen halten, die sind auch viel in Dubai. Und deswegen, wo ich da hingezogen bin, hat sich eigentlich nur die Dimension verändert, nicht die Geschichte an und für sich. Die Dimension ist einfach größer geworden. Und wir haben einfach noch jeden Tag mit weniger Müllleuten zu tun gehabt, eigentlich mit mehr Qualitätsleuten. Und ich kann eigentlich sagen, dass die Songs, ich konnte mich mal mehr auf Kunst konzentrieren. Also die Sachen sind viel besser geworden, viel runder. Man konnte sich erstmal mehr konzentrieren auf die Kunst an und für sich. Und man hat auch bessere Gespräche gehabt, im alltäglichen Leben geführt. Einfach du hast einfach Sachen. Mit positiver Leute umgeben. Ja, mächtigere Leute, positiver, wie man es nennen möchte. Mhm. Ich bin sehr zufrieden. Bin sehr zufrieden mit dem Album.